Ja, spannend wie immer, würde ich sagen. Also, es ist ja schon ein auch wirklich wichtiges Feld nach wie vor in sowohl für die Fotografie als auch für das Buch und diese Dinge, Gestaltung, Themen, Bezugspunkte kommen wieder mal oder kamen wieder mal auch in dieser Jury-Sitzung ja, mit der Wichtigkeit in Augenschein für uns. Also wir haben es, glaube ich, alle genossen, kontrovers diskutiert, wie das immer sein muss. Also insofern, ja, es waren spannende, auch da wieder jetzt die Themenaufteilung, Zuordnungen, auch das Beobachten, wie versiert ist der ein oder andere in den unterschiedlichen Themen mit Fragestellungen der Ästhetik und auch der Gestaltungsmöglichkeiten. Alles ablesbar an den Einreichungen. Und ja, dieses Mal waren es ja auch wieder mehr als beim letzten Mal. Auch da kann man eben ablesen, dass die Relevanz einfach da ist für das Fotobuch. Also was mir aufgefallen ist generell, das ist, dass bestimmte Themenfelder, die eine gesellschaftliche Relevanz haben und sich auch entwickelt haben, dass die dann auch ablesbar sind an den Büchern. Also ich sage jetzt mal vereinfachend, Frauenbiografien, das Entdecken von Fotografinnen aus der historischen Perspektive, die jetzt mit Ausstellungen gewürdigt werden. Ein Themenfeld, was auch eben im Buch ablesbar ist. Dann natürlich die Entwicklung auch zur KI-Debatte, sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch im fototechnischen Bereich, ein Aspekt, der auftaucht. Dann die Auseinandersetzung mit der Ukraine, die kriegerische Realität, dieses Panorama und auch diese Lebensumstände, die dort ablesbar sind. Und auch immer wieder aus autobiografischen Ansätzen heraus Themenfelder, die erschlossen werden. Das Autobiografische insgesamt, sich mit Familienarchiven zu beschäftigen, taucht mehrfach auf. Und da kommt ja dann zusammen, was auch in den letzten Jahren ein, ja, ein Themenfeld ist, was auch im Ausstellungsbereich aufgearbeitet wird, dass man das Archivarische einbezieht in eine künstlerische Auseinandersetzung und eben auch mit dem Fokus, dass es das persönliche Archiv sein kann.